Oder sind wir jetzt ja fertig, aber wir müssen noch die Brücken machen. Ah, hier ist noch einer. Der ist natürlich gerade dran vorbeigefahren, der Sack. Kann natürlich sein, dass es jetzt mit diesen ganzen Beladungen nicht mehr aufgeht, wenn die hier... Das müsste aber jetzt alles... Alles sein. Okay, dann machen wir die Brücken nochmal neu. Bauen wir das gleich zukunftssicher aus. Ja, komm, dann müssen wir das nicht nochmal neu ansacken, würde ich sagen. Bauen wir die eine 500er Brücke, auch wenn das vielleicht ein bisschen überdimensioniert eventuell ist. Aber das sind auf jeden Fall zukunftssicher. Schade, dass dann diese ganzen Trussbrücken da jetzt wegfallen. Achso, hier geht's nicht. Okay. Also müssen wir hier nochmal, dort dann wahrscheinlich nochmal umbauen an der Stelle. Hier können wir nur auf die gehen. Muss dann leider auch weg. So, gut. Hat man die Brücken auch aktualisiert. So, was war jetzt mit dem einen Zug, der noch im Depot? Was ist denn das hier? Ist das nicht auch hier am Anfang? Die Kohlezüge? Ja, die müssen doch auch noch umgebaut werden. Und auch hier der Tischlereizug. Gleich mal alles ansacken. Zack. Zack. Hier sogar eine Dampflok. Achso, das ist wahrscheinlich irgendwo woanders. Ach, das ist da. Ja gut, dann fahre ich halt noch mit der Dampflok rum. Und das ist dann... Ach, das ist dort wieder. Oh, die Stadt, die wächst ja ganz schön übel. So, das war der Tischlerreihzug. Hallo, wo waren da jetzt? Ach ja. So, der hat was geladen? Schnittholz. Da gibt es auch neue Wagen. Nehmen wir mal den hier. Und dann war noch irgendein Kohlezug. Das war der hier. Nee, das ist mal zu lang. So, gut. So, jetzt müsste aber alles hier auf dem Stand sein, ne, glaube ich. Können wir uns ja mal... Gut, hier unten Chemikalien hätte ich hier noch. Und das ganze Ölfeld. Aber warum bringen die das... Hä? Achso, die wollen ja kein Öl. Deshalb... Chemikalien und Treibstoff stellen die her. Aber könnten, das könnten die hier gebrauchen, ne? Fahrzeugteile und Verpackungsmaterial hin. Na gut, ich meine, wenn das hier schon so in der Nähe ist, dann machen wir das doch. Dann kriegen die auch was Neues. Das könnte man aber noch so hinbauen. Das ist einfach hier an dem Depot. Da müssen wir das Depot abreißen. Was, da ist ein Zug im Weg? Oh. Den haben wir noch vergessen. Jetzt aber Abfahrt. Na gut, das sind zwar eine scharfe Kurve, die die dort machen. Ich mein Ersatzdepot hier mal hinstellen.
Was macht eigentlich die Taste? Ach so. Da kann man das noch ein bisschen begrenzen, was man sehen will. So, okay. Ich habe UFOs doch aber abgestellt. Hä, oder habe ich hier nicht richtig draufgeklickt? Unfälle, Katastrophen, aus. Oder ist noch irgendwas Altes, bevor ich das deaktiviert hatte, dass es erst noch übelst rumgeflogen ist? Gut, das dauert jetzt auch wieder ewig, bis das Ding dort kommt. Na gut. Dürfen wir halt nicht vergessen. So, ich wollte jetzt hier diese Ölproduktion nutzen. Mit einem Dock. Hier kann man doch ruhig ein Riesenschiff hinballern. Wobei ich eher befürchte, wenn ich das mache, dann ist das Ding halt hier leer, ne? Und das war's dann. Weil der kann 1,6. Ich glaube, das ist ein bisschen too much. Ich würde, glaube ich, eher den hier nehmen. So, aber vorher mal den Zug mit den Chemikalien hinschicken. Hey, jetzt gibt's doch aber hier den Wagen. Hä, haben die das gerade geändert? Ja, da kann ich das Chemikalien-Ding ja doch umrüsten. Moment. Moment, 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 Moment. So, der transportiert Öl. Das soll der aber eigentlich gar nicht. Da soll der Chemikalien transportieren. Hier ist, glaube ich, wieder irgendwas schief gelaufen beim Umrüsten. Na gut, hier klappt das. Na gut, wenn die jetzt dort andere Waggons haben, dann würde ich einfach tatsächlich mal sagen. Ins Depot. Und dann kriegen wir halt diese neuen. Naja, wo ist denn der dritte hier plötzlich hin? Hä, war das nicht mal Merkrad gewesen? Oder bin ich jetzt ganz bescheuert? Ach nee, halt, stopp. Stopp, 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 stopp. Die Meer, die waren hier. Den hier kriegen. Der ist schneller und kann auch mehr transportieren. Ist vielleicht nicht ganz so verkehrt. Was ist sein Problem mit dem Ausrufezeichen? Kann nicht Gossauer Höhe erreichen. Ja gut, da musst du vielleicht erstmal umlenken. Was
Das fährst du auch so, ne? Depot, dass die auch immer in diese unmöglichen Depots reinfahren. Ach so, weil es ja sonst nichts anderes gibt. Das erklärt das natürlich. So, es fehlt noch der eine. Das ist jetzt die andere Insel hier gewesen, genau. Was ist mit dem? Der hat auch Chemikalien. Fahrzeuge en masse hier. Ja, es reicht. Übertreibt es mal nicht so. Und den. Ach so. Ach, das ist dann ein. Ach so. Das ist dann einfach der Wagen, wo die das dann drauf packen. So, jetzt muss ich den noch machen und dann. Ich habe es aber nicht aus Versehen noch irgendjemand anderen ins Depot geschickt. Nee, ne? Ah, ich glaube, der Zug wird dann auch wieder rumheulen, dass der den Weg nicht findet. Nee, doch, der kann das. Achso, weil der wahrscheinlich dann irgendwo reinfährt. Gossau höher. Wo ist denn das? Achso, der fährt wahrscheinlich hier oben rein und lenkt dann um. Okay, das macht Sinn. So, jetzt hätten wir das hier mal erledigt. Aber schnell das Öl leer. Naja, gut. So, okay. Hätten wir das geschafft. So, wie geht's jetzt weiter? Guck mal, der Sui sieht ja auch schon gut aus. Also können wir kurz bei St. Moritz gucken, ob da das UFO schon angegriffen hat. Es dauert noch einen Moment, bis es ankommt.